Hongkong? Jared Handy. Ah, da, richtig getroffen. Die Schokolade, die sie mir gaben, bringt wunderbare Erinnerungen zurück. Das war die erste Schokolade, die Evangelina je für uns gemacht hat. Ich erinnere mich daran, als sei es gestern gewesen. Vielen Dank, Motoko. Bestimmt sehen wir uns irgendwann einmal wieder. Okay, Aufgabe erledigt. Keine neue Aufgabe bekommen. Und da ist die neue Aufgabe, habe ich irgendwas gesagt. Kiyuang. Ich habe von Ihnen gehört, Motoko. Meist nur Gutes, als ich in Afrika war. Lernte ich einen sehr großzügigen Mann kennen, namens Alajipusia Afrifa kennen. Wenn Sie ihn mit Grüßen von mir und dazu noch 2 Dutzend Kisten Schokoladentafeln mit Columbo-Kakao besuchen, könnte ich eine hübsche Belohnung für Sie rausspringen. Interessiert? Ja, Columbo-Kakao, den müssten wir dann erstmal wieder kaufen gehen. Und diesmal würde ich dann in Hongkong oder Mahayanga das Rezept ändern. Vielleicht in Mahayanga mal. Kaufen wir uns erstmal Columbo-Kakao. 1000 Sack. Nee. So. Und dann nach Mahayanga. Und dann schauen wir, was die Gute haben wollte. In Westafrika 2 Dutzend Kisten. 2 Dutzend Kisten. Schokoladentafeln mit Columbo-Kakao. So, Schokoladen. Also ich glaube, das war nur Zufall, dass wir genau das richtige Rezept erwischt haben, was wir da schon mal gemacht haben. Schokoladentafeln mit Columbo-Kakao, weil hier steht ja jetzt auch wieder aktuelle Produktion 0. Vielleicht hängt es auch davon ab, wie lange man das letzte Mal das hergestellt hat. So. Davon dürften wir ja wieder jede Menge hinkriegen. So. Da, 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 da. So. Upsala. So. 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 Was hat das Ding gerade so gesponnen? So, oh. Das war jetzt aber übelst schnell, Leute. Das habt ihr auch gesehen, dass das übelst schnell war. Und damit kaum noch machbar. So. So, so. So. Uiuiui. Boah. 30 Kisten. Ich glaube, das ist unser Rekord. Könnt ihr ja drunter schreiben, wenn das unser Rekord ist. Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Ich kann mir ja nicht alle Folgen ständig nochmal angucken. Aber ich glaube, 30 Kisten haben wir noch nie geschafft. Puh. Westafrika. Westafrika. Müsste doch Acker gemeint sein. Ah, da haben wir ihn doch. Alajipusia Afrifa. Oh, absolut köstlich. Für diese 24 Kisten gebe ich Ihnen 5000 und das Rezept für Minzpralinen mit Mahayanga Himbeer. Den Kakao bekommen Sie auf der anderen Seite Afrikas. Hoffentlich nutzt die Schokolade Ihrem Geschäft. Oh, das hört sich ja total speziell an. Pralinen, da schaut mal, die sind oben grün, dann sind die in der Mitte so dunkel und dann sind die da unten so Himbeerfarben. Also wir kriegen jetzt die abgedrehtesten Rezepte gerade. Schreiben wir das mal gerade auf. Also Minz, Pralinen, ich habe die noch gar nicht vorgelesen, mit Mahayanga Himbeer. Sehr interessante Kreation. Die einen habe ich auch noch nicht vorgelesen, oder? Feinste Schokoladenhülle ausschließlich aus Sulawesi-Kakao mit einer knackigen Macadamianuss-Cremefüllung. Minzpralinen mit Mahayanga-Himbeer. Exklusiver Mahayanga-Kakao umgibt eine Himbeercremefüllung mit einem Hauch frischer Minze. So. Ja. Ja. Ich
frage mich, habe ich die Minzpralinen eigentlich aufgeschrieben? Macadamia-Pralinen mit Spulamisi-Kakao. Ich wette, ich habe darüber gelabert, aber ich habe sie nicht aufgeschrieben. Ich schreibe mal ein Fragezeichen dahin. Irgendwo waren, glaube ich, die Minzpralinen. Und dann komme ich dazu, dass ich es doch wieder aufschreibe. Angucken muss komplett und raussuchen muss, wo wir dieses Rezept bekommen haben. Yay! Ach, Scheibenkasse. Okay, mir aber auch komisch, weil wir erst 3 Rezepte bekommen haben in der ganzen Zeit. Also irgendwo müssen sich noch die Minzpralinen eingeschlichen haben. So, ach so, ja, stimmt. Ich könnte ja mal eben mal gucken, weil wir ja unten stehen haben, was wir gelernt haben. Minzpralinen mit Mahayanga. Werbepause. Das ist oft sehr verwirrend, was da unten alles so steht. Die Fabrik hat angehalten. Mandel-Wandeltröpfen mit Trinidad-Kakao erlernt. Also dazwischen ist nichts mit Minzpraline. Ich bräuchte jetzt so eine Suchfunktion. Das wäre doch mal was, eine Suchfunktion. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann ich nicht weiter zurückblättern. Das wäre schon doof. Ah ja, hier steht. Minzpralinen. Rezept für Minzpralinen erlernt. Also da oben war das Minzpralinen. Minzpralinen. Da habe ich geschludert. Da habe ich mir das mit aufgeschrieben. Schweinerei. Schweinerei. So, das war's. Aber weiter zurückspulen kann ich gar nicht mehr. So, Entschuldigung. Also, ich habe das Minzpralinen-Rezept verschlampt und nicht aufgeschrieben. So, Minzpralinen. Na, Yanga. Himbeer. Uiuiuiui, was für ein kompliziertes Rezept. Und uns fehlt der Mahayanga-Kakao und die Himbeeren. Himbeeren gab es in Hongkong. Und hier gab es den Kakao. Ich könnte schwören, dass ich davon auch was gekauft habe. Aber wir haben ja gesehen, wir haben irgendwie so Piraten, die uns ab und zu mal ausräumen. Und irgendwie die Hälfte unserer Fracht mitnehmen. Weil ich habe auch noch kein Verfallsdatum irgendwo gesehen. So. Es ist lustig, dass wir in so einer Art Supermarkt einkaufen. Das sieht jedenfalls aus wie ein Supermarkt. Wie steht's denn mit der Minze und dem Zucker? Noch genug? Vielleicht noch ein bisschen Zucker. So. Und Kakao haben wir gar nicht hier.